Was ich halt immer noch nie verstanden habe bei Pokémon. Ich dachte, jetzt haben wir es. Nie verstanden habe, warum sammeln die einfach nicht die Bälle wieder auf? Verschwinden die Bälle, die nicht funktioniert haben? Warum? Ist meine nächste Frage. Ich kann nur noch Superbälle draufwerfen. Ich habe nichts anderes mehr. Also zumindest für die nächsten Runden. Dann kann ich die Timerbälle benutzen. Es ist okay. Es ist nicht mega geschwächt. Aber es ist zumindest ein bisschen geschwächt. Über die Hälfte. Das heißt, die Fangchance dadurch sollte schon mal höher sein. Dann treffe ich ja nicht mal meinen Sofortfang, was ich sonst immer habe. Und jetzt war es auch noch hypnotisiert und so ein Kram. Und das hat trotzdem nicht gereicht. Er kann halt nichts machen. Das Teil kann nur Tackle. Es kann ja durchaus sein, dass das eine niedrigere Chance hat zu fangen. Aber ich fange die anderen ja alle First Try. Ist ja nicht so, dass ich da ein paar Bälle für brauche. Die anderen gehen einfach so wirklich 90% First Try durch. Und dann kommt so eins hier. Und laut Ballbeschreibung wird der Timerball ja je besser, umso leichter fangen ist, je länger der Kampf dauert. Das heißt, das muss rein theoretisch mit irgendwie alle paar Runden oder jede Runde besser werden. Sonst wird das keinen Sinn ergeben. Und da haben wir es endlich. Alter. Ich stehe schon wieder alle bereit. Muss mir gleich mal neue Bälle kaufen. Es ist Bootgeist, okay. Dann nicht. So, ich möchte da hinten unten zu dieser Arena. Ach, ich weiß nicht. Also jetzt mal. Ja, okay, Jurob ist ein Eis-Pokémon. Aber warum läuft Jurob nicht am Wasser rum, sondern mitten im Gebirge? Jetzt mal so. Jetzt mal einfach in den Raum gefragt. Warum? So an der Küste verstehe ich das noch. So vielleicht noch so ein bisschen drinne, aber nicht oben, mitten im Gebirge. Und dahin ist eine Höhle. Terrastück Drache. Kann ich mich hier nicht schlafen? Kalt. Da kann ich mich heilen. Er ist hier in einem Eisgebiet. Er hat aber Drachen. Also laut Beschreibung. Deswegen wundert mich das gerade so extrem. Vor allem, wie die überall Magma haben. Ich bin mir halt echt nicht sicher, ob der... So. Ich würde aber sagen, wir machen mal die Top 4 Challenge. Du bist hier, um dich der Blabberliga zu stellen. Beträgt 50 pp. Okay. Er glitscht auch einfach durch den Boden. Oh Männchen, nicht so schnell. Er darf umsonst mitmachen. Bist du dir sicher, Levi? Das widerspricht aber den Regeln. Immer diese Regeln. Dann übernehme ich eben die Gebühr. Besser? Aber also, naja gut. Wir machen eine Ausnahme. Danke, du hast was gut bei mir. Jo, zukünftiger Champ. Komm, gehen wir zum Kampfplatz. Müssen wir nicht erst noch eine Aufgabe machen? Warum hat er eigentlich einen Rock an? Fällt mir jetzt erst so auf. Das ist einfach ein Handtuch. Oh, okay. Eigentlich ist er nicht viel anders als die anderen Kampfplätze. Nur ein bisschen kälter. Ich mag so eisiges Wetter. Ziemlich unüblich für jemanden, der auf Drachen-Pokémon spezialisiert ist. Was? Ja, so bin ich. Unberechenbar. Hm. Ja, genau. Top 4 Challenge. Exklusive Kuppelkämpfer. Wenn du gegen meine drei Buddies aus der Liga gewinnst, hast du bestanden.
Aber du kannst nicht einfach jedes x-beliebige Pokémon einsetzen, auf das du gerade Bock hast. Nur wilde Pokémon, die du in der Terra-Kuppel gefangen hast, sind erlaubt. Außerdem musst du sie selbst gefangen haben. Oh. Aber wäre doch lame, wenn du einfach mit deinem überlevelten Pokémon durch die Challenge rauschen könntest. Und deine Gegner müssen dieselben Regeln befolgen. Das klingt doch fair, oder? So, Hallo? Die haben noch nicht mal jeder eine eigene Sprechblase. Einfach eine. Für alle drei. Da hat man kein Geld mehr gehabt für andere Sprechblasen. So oder so, bleibt chillig und habt Spaß. Ja, das ist halt so. Was zur Hölle haben die jetzt? Jetzt muss ich halt dummerweise hier meine Pokémon auswechseln. Das Problem ist, dass ich nicht weiß. Haben die schlauerweise alle Eis-Pokémon? So, also Gyarados, raus. Granfuchita, auch raus. Gengar, raus. Raus. Miraidon, raus. Das Einzige, was ich behalten darf, ist Libeldra. So, jetzt müssen wir mal gucken. Explosion, Risiko, wir nehmen mal das Dings mit rein. Ein Magma wäre vielleicht auch not bad. Falls die irgendwie Dings haben. Nehme ich auch noch ein Magpi. Ich weiß ja nicht. Ich glaube halt, dass sie echt viel Eis haben. Weil ich glaube, dass die Anfangstypen hier nicht so stark sind. Es kann halt wirklich nur Tackle. Es kann einfach gar nichts anderes außer Tackle. Alter, haben wir schon Frost auf den Haaren? Sah so ein bisschen wirr aus. Ja. Das Problem ist mein... Oh, Erdkräfte? Hat das nicht Schwebe? Bin ich mir echt nicht sicher, ob ich das mit Erdkräften überhaupt treffen kann. Schade. Hat nicht ganz gereicht. Aber jetzt können wir mal hier Erdkräfte einsetzen. Und nochmal ein Risikotackle. Ja, cool. Ich hab nur zwei. Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das macht es aber natürlich wieder. Eine eiskalte Trainerin. Also Eis-Pokémon. Aber es kann natürlich auch so Eiswasser sein. Das ist natürlich dann immer so der Trick. Deswegen, aber wir nehmen mal Magpi und Magma und dann. Triggert mich halt echt, dass wir hier in einem Eisgebiet sind, er Drachen-Pokémon haben soll. Ich weiß nicht, ob es groß was gibt, was Eisdrache. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass später sein Terraform-Pokémon Eisdrache hat dann. Aber sonst, ja, genau. Und das eine ist dummerweise jetzt
Flammenwurf hat eine deutlich höhere Chance. Oh, ist schon mit einem platt. Das war eigentlich klar. Aber wenn es das überlebt, was es nicht tut, hätte ich, glaube ich, auch mit Dings angreifen können. Aber es ist verwirrt. Verbrennt. Aber Fußkick und so wäre halt noch effektiv gewesen, deswegen. Kampf ist gut gegen Eis. Nein. Ah ja, okay, cool. Ich will dich nicht entwickeln. Das sieht auch ganz lustig aus. Mochte ich früher auch ganz gerne. Magpie. Wobei ich, ja, Magma ist halt so Gen 1. War halt einfach damals relativ stark. Problem ist, dass viele halt tatsächlich, ja, immer mit Glurak angefangen haben. Das heißt, die hatten schon ein starkes Feuer-Pokémon im Team, weswegen Magma da nicht so viel verwendet wurde. Ansonsten wurde Magma natürlich ganz gerne verwendet, wenn man jetzt nicht gerade den Starter hatte. Dann war Magma immer ganz, ganz nice. Außer man hatte halt Lavados irgendwann. So, dann nochmal die letzte Challenge. Ich liebe graubraune Pokémon. Klingt irgendwie nach Boden. Boden, keine Ahnung. Was, wo ich jetzt einfach nichts gegen habe. Bodenstein, aber ich weiß es nicht. Was sein könnte, wenn die tatsächlich Stein sind. Dass ich da vielleicht noch eine Chance gegen habe. Okay, sie sind einfach. Es sind einfach zwei Fossil-Pokémon, die es hier gibt. Gibt es hier Fossile? Wobei, die könnten auch Stahl sein. Aber Fußkick ist auch sehr effektiv. Es fehlen tatsächlich. Ich glaube, es fehlen immer noch. Was noch tatsächlich fehlt. An Pokémon aus der ersten Gen sind, glaube ich, die Fossile alle fünf. Die Fossil-Pokémon. Aber wenn es die hier gibt, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie das schlauerweise so gemacht haben, dass es auch alle anderen Fossile gibt. Falls sie das machen. Das wäre natürlich ganz cool. Und irgendwo die Fossile. Das fand ich immer ganz, ganz, ganz gut. Bis auf die Generation, wo man einfach zwei Teile von Fossilen gefunden hat und die irgendwie beliebig zusammenbasteln konnte, um ein Pokémon wieder auferstehen zu lassen, was dann einfach manchmal sehr seltsam aussah. Weil man einfach, keine Ahnung, den Kopf von dem einen Pokémon einfach mit dem Körper von dem anderen Pokémon gemacht hat. Du konntest das Ganze auch genau umgedreht machen oder... ja. Das war komplett überflüssig. Jo. So, die drei. Ciao, gut gekämpft. Tschüssi. Ach, die drei sind so schön unkompliziert gelassen. Richtig gut. So, als nächstes bin ich dran.
Ah, dein Team ist noch dasselbe wie bei meiner Challenge. Ich würde es ändern. Nein. Ich will nicht mit dem Team dagegen kämpfen. Ein Ding melde ich einfach. So, das heißt, da haben wir schon mal wieder zwei neue Pokémon gesehen. Die es auf jeden Fall geben wird. Plus die Vorentwicklung, die wird es dann auch noch geben. Ich glaube, in den neueren Generationen gab es gar keine Fossil-Pokémon mehr, oder? Also früher war es ja immer so, es gab immer in der Regel zwei verschiedene Fossile. Man konnte sich in dem Spiel aussuchen, welches Fossil man haben wollte. Bedeutete, am besten, man konnte ja natürlich dementsprechend nicht alle kriegen. Ach, hier auch noch. Gerade irgendwo gesehen. Das war es, das ist viel zu schwach, okay. In der Regel nur ein Fossil. Es gab später auch manchmal noch in manchen Generationen die Möglichkeit, ein zweites Fossil oder so zu kriegen oder auch beliebig viele Fossile. Aber in der Regel, ich habe halt die Befürchtung, dass das hier echt ein bisschen nach hinten losgeht. Aber ja, wir probieren es einfach mal. Speichern wir das Ganze. Sollte auch mal meinen Pokémon Items geben. Das ist immer ganz schlau, das zu machen. Wir können Dings eigentlich auch mal mitnehmen können. Das hier ist das, was wir, glaube ich, brauchen, um Dings zu entwickeln. Nur eine Attacke ist einsetzbar. Mit den Dings durch Sonnenschein, Windstürm, Eisbohr. Ich will halt Eis verstärken, bringt mir halt nicht. Dein. Kein Bock jetzt für Ewigkeiten rumzubasteln, deswegen. Das hier finde ich halt ein bisschen weird, dass man hier nicht hochkommt, sondern nur so von der Seite. Aber das Feld ist so. Ja, na gut, das macht Sinn, wenn man von der Seite kommt, aber ja, keine Ahnung. So, die anderen beiden Top 4 waren schon gar nicht so ohne. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Das ist halt echt, die haben halt echt tricky Typen. Also wirklich so. Teilweise Sachen, die es einem schwer machen, dagegen effektiv zu sein. Auch wenn man vielleicht denkt im ersten Moment, oh, er ist Drache. Ich nehme jetzt einfach Fee und Eis mit. Das ist, und halt Drache ist auch gegen Drache gut, aber, ne? Und dadurch, dass er im Eisgebiet ist, ist das Risiko halt echt groß, dass er hier auch Eissachen dabei hat. Was halt wiederum gegen meine Drachen dann ganz nice ist. Das ist das Problem. Aber wir schauen mal. Ich weiß, dass du in der Blauberliga unbedingt an die Spitze schaffen musst. Sonst haben wir ein riesiges Problem. Aber ich kann dich trotzdem nicht einfach gewinnen lassen. Da hätten wir beide keinen Spaß dran. Deswegen werde ich jetzt so richtig auf die Pauke hauen. Genug gelabert. Sei einfach du selbst und kämpfe so, wie du es immer tust, Hiro. Ich werde mich auch nicht verstellen. Verlass dich drauf. Okay, dann legen wir los, Bro. Nämlich nicht Bro, Bro. Okay, er fängt mit zwei doch recht typischen Drachen an. Was es natürlich dann übelst einfach macht, weil in dem ganzen Gebiet kannst du ganz viel Eis-Pokémon fangen. Einfach mit Eis hier reingehen und fertig. Ja, es hat keinen
Das ist halt wieder so nice. Miraidon schwebt halt eigentlich auch, aber es hat nicht die Fähigkeit Schwebe, deswegen, ja. Ja, aber das war richtig dumm. Das hat irgendwie gar keinen Schaden gemacht. Nein, das macht das jetzt auch noch Turbo-Tempo. Ey, ich verliere den Kampf sowas von. Also ich brauche definitiv Eis. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass da so viel... Oh mein Gott, ich bin dumm. Wobei, das Dings könnte mir Probleme machen, aber ja. Ist das nicht Boden vom Typ auch noch? Der macht... Macht keinen Schaden. Ich wüsste. Ah, kriegt mir nämlich das Garrett aus. Stragoran, aber Stragoran ist halt einfach die geringere Gefahr eigentlich. Ja, jetzt hätte ich halt meinen Miraidon gebraucht und so. Kann man nicht einfach aufgeben? Ja, dass man da nicht aufgeben kann, das finde ich ein bisschen doof. Dass man nicht einfach sagen kann, okay, ich habe keinen Bock. Ich probiere es nochmal. Ja, meine Teamaufstellung ist halt wieder ein bisschen sehr bescheiden. Wäre das alles ein bisschen andersrum, dann wäre das nicht das Problem. Weil jetzt bräuchte ich halt Miraidon. Ich opfer das mal für Miraidon. Aber es ist halt schon echt traurig, dass man hier echt... Ich brauch so viel Top-Believer und so bei denen. Und so viel Heiltränke und so. Falsch rum. Warte mal, wir machen Terra-Kristallisierung. Also ich könnte es wahrscheinlich mit, ich habe Angst, dass der gleich irgendeine Attacke macht, die sehr effektiv ist. Und dann geht mir mein Dings drauf. Und dann Fuchita, weil das ist eigentlich echt gut gegen den. Das jetzt auch noch, ja, teilweise keinen Effekt hat. Wow. Das hat deswegen durchgehalten. Das dürfte jetzt halt richtig reinballern, also das überlebt der, glaube ich, nicht. Doch.
Wow, das war abgefahren. Sogar das Glück ziehst du an. Wir hatten da gerade Glück gehabt. Okay, es hält mit Fokusgurt durch. Das ist kein Glück. Ja, und jetzt ist es aber spätestens draufgegangen. Es hält trotzdem noch durch. What is das? Jetzt kommt ein Erdbeben. Als ja, wenn jetzt nicht noch irgendwas Starkes hat, haben wir das. Aber, ich hab im Backup ja noch ein Gewalt. Ja, wäre Gengar natürlich jetzt nice gewesen. Kann das Terra kristallisieren? Ist das sein Terra Kristall-Dings? Ja, er greift Gewaldron, natürlich. Das war jetzt nicht meine Absicht. Das war jetzt dumm gemacht von mir. Aber wobei, Gewaldron ist raus. Weiß nicht, warum er jetzt auf einmal mit einem Pflanzen-Pokémon ankommt. Ja, das ist ein Terra-Kristall-Dings. Oder? Ja. Ah, ich habe noch Gengar zum Wiederbeleben zur Not. Das ist halt das, was ich gerade noch habe. Aber ich hoffe, dass ich anfangen darf. Oh, und das würde halt richtig reinbauen. Es ist, glaube ich, vom Typ normalerweise gar nicht Drache. Ja, nein. Und die haben einen Grand Fujita platt gemacht. Ja, und das greift sich bestimmt das Falsche an und macht mich das Metaxa-Dings da platt. Das hätte ich schon lange platt machen müssen. War so klar. Ja, und jetzt macht er das eh mit einer Drachenattacke platt. Hä? Okay. Boah, jetzt habe ich halt das Risiko. Könnte was. Ah ja, nee. Ich bin dumm. Ich bin so dumm. Ja, ich dachte, Gengar greift vielleicht früher an. Nope. Ja, ich gehe drauf. Es darf ja noch angreifen. Oh, das war so useless lose gerade. Ich wollte jetzt nicht mehr zum Heilen einsetzen, weil ich dachte, okay, das eine mache ich platt, dann greift er vielleicht das eine an und dann kann ich vielleicht zur Not noch wieder beleben. Nein, das war ganz dumm. Das war richtig dumm von mir. 12.000 Preisgeld, ey. Man muss ja echt... Ja, aber es war halt Großteil meiner Reihenfolge von den Pokémon. Auch. So.